Anna Köhler aus Biberach, bin 16 Jahre alt und das ist mein Ding. Technik, Timing und Ehrgeiz. Das alles braucht Anna Köhler für ihr Hobby Rasenkraftsport. Hier ist gerade Hammerwerfen dran und je weiter er fliegt, desto besser. Es macht einfach Spaß und das Abwechslungsreiche von Geschwindigkeit, Technik und Kraft, das ist einfach was Spannendes. Und ja. 3 bis 5 Kilo wiegen Annas Sportgeräte. Nach 4 Drehungen fliegt der Hammer rund 50 Meter weit. Echte Spitze und auch noch ausbaufähig. Schließlich ist Anna erst 16. Was macht Anna für Sie als Athletin aus? Ihre Bewegungsbegabung. Ohne die geht es nicht. Die ist das Wichtigste allen. Viele meinen ja, dass gerade bei diesen Kraftsportarten oder sonst was die Kraft das Wichtige ist. Nein, das kann man gut trainieren. Das Bewegungsgefühl, das ist es. Und dann natürlich der Ehrgeiz, auch regelmäßig zum Training zu kommen und die Zeit aufzubringen. Denn das ist nicht wenig. Das muss man einfach haben für einen Leistungssport. Auch Annas Eltern sind ehrgeizig und unterstützen ihre Tochter, fahren fast jedes Wochenende mit ihr auf Wettkämpfe. Ja, so wie beim Eiwerfer vorher. Beim Eiwerfer vorher, da schon richtig schön ausgestemmt. Ja. Der ist richtig schön steil ausgeflogen. Da bin ich auch gestanden am Himmel. Am Schluss. Also. Und nicht so weggesprungen zum Abwurf hin. Dann. Nicht immer versuchen, das. Bei Freunden und Bekannten überwiegt das Fragezeichen, wenn sie das Wort Rasenkraftsport hören. Was sagen jetzt die Leute, wenn du dein Hobby denen beschreibst? Viele staunen erstmal und wissen eigentlich auch gar nicht, um was es geht. Das kennen eigentlich relativ wenige. Und dann finden sie es eigentlich schon relativ interessant, weil es was Außergewöhnliches fast. Denn in ganz Deutschland gibt es zurzeit nur 1044 aktive Rasenkraftsportler. Und Anna ist eines der großen Talente. Zurzeit ist sie deutsche Meisterin in der Altersklasse 14 bis 17 Jahre. In Zukunft soll es aber noch viel mehr Titel geben. Also natürlich von Wettkämpfen her, nächstes Jahr erstmal die deutschen Meisterschaften hoffentlich wieder und dann immer aufsteigender Europameisterschaften und irgendwann großes Ziel Olympia natürlich. Um dorthin zu kommen, wird Anna sich auf das Hammerwerfen konzentrieren müssen, denn nur das gehört zu den olympischen Disziplinen. Rasenkraftsport ist und bleibt aber ihr Ding.